entsprechender Munition, die ist immer wichtig. Na du? Und oh geil, das hat sich schon, das hat sich gelohnt. Ich habe ja nicht so viel verbraucht für meine Heilung zum Hacken. Also es hat sich doch gelohnt. Und ja, ich fühle mich immer so besoffen, weil Wasser sollte eigentlich nicht so schwenken, wenn es da draußen nur eine Glasscheibe ist, weil warum sollte sich das bewegen so doll? Da kommt ja nicht plötzlich mehr Luft. Oh Gott, ich kann nicht hingucken. So, dann gehen wir doch mal weiter. Oder ich gucke mich hier nochmal genauer um. Hallo, hallo, hallo. Ja, sehr schöne Rottöne hier überall. Eine kleine Säge. Und die Musik ist so schön friedlich und passt überhaupt nicht zur Umgebung, aber ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Wir gehen hier mal jetzt weiter zurück. Ah, ein lecker Kuchen. Ich liebe Kekse. Oder auch nicht. Naja, weiter geh. Ich habe mich schon wieder vor der erschreckt, Alter. Mein lieber Scholli. Da ist wieder eine Vita Chamber. Ach, hier komme ich her. Ich guck mal kurz auf die Map, wo genau ich hin muss. Ja, schön. Warum muss der mich denn so erschrecken mit diesen Sequenzen? Wartet mal. Ich soll zum Notausgang. Eternal Flame Crematorium. Notzugang. Ziel. Hab ich wahrscheinlich. Oh, ich bin so behindert. Ich habe ja schon einen Pfeil. Ich dachte, ich müsste mir den setzen. Ganz ruhig. Du brauchst doch nicht einstürzen. Was ist das denn jetzt hier? Ach du Scheiße, ein Big Daddy. Fuck. Eine Little Sister. Das ist die Gelegenheit für dich, an etwas Adam zu kommen. Was? Wie? Das ist die Gelegenheit. Lass mich. Ja, toll. Den kann man doch normalerweise untersuchen. Das ist die Gelegenheit, an ein bisschen Adam zu kommen. Willst du mich verarschen? Und ich. Die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh. Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne dass Adam, dass diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier. Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier. Und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir. Ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Warte, was für ein... Für eins war das denn jetzt? Ach, hat sie mir jetzt nur einen Adam... gegeben? Warte, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Hat sie mir jetzt Adam gegeben oder was hat sie mir gerade gegeben? Sie hat mir doch nur ein Plasmid gegeben gerade. Okay, nein, sie ist aber kein Kind. Was? Entscheide dich, ob du Little Sister ausbeuten oder retten willst. Wenn du sie ausbeutest, erhältst du maximal Adam, das für Plasmide ausgeben kannst. Allerdings wird sie diese Prozedur nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Adam. Dafür hat Tenenbaum dir für diesen Fall eine Belohnung versprochen. Wie rettet man die denn? Also, Leute, ich finde Belohnung immer ganz toll. Und ja, ich weiß, es ist kein Kind. Ich würde es auch eigentlich umbringen. Aber sind wir mal ehrlich, ich habe gerade 5 Adam. Und so schnell will ich das nicht brauchen. Von daher retten wir die erste Mal, wenn wir nicht Tausende retten müssen. Nein, nein, nein. Nein, nein, was? Ach, ich reinige sie oder so. Danke. Ach, du heilige Scheiße. Ist die auch ein Doktor? Baum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Ja, vielleicht werde ich die nächste umbringen. Wenn du wieder mal auf so einen Gatherer's Garden Automat stößt,
jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Ja, aber dafür bräuchte ich doch freie Slots. Und ich habe bis jetzt nur zwei gehabt und es... Ja. Wo ist denn der Automat? Ist das der Automat? Nein. Alter. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass die gereinigt wurde. Ich weiß ja nicht, inwiefern die... Ah, da. Ich dachte gerade schon. Erwarten. Na egal, wie auch immer. Und es halt hier gerade ein bisschen bei mir, also wenn ich rede. Ihr hört das nicht ganz so stark, weil ich werde das nachbearbeiten. Aber, ich bin jetzt schon wieder in meinem neuen renovierten Zimmer und das ist halt ein bisschen, weil noch nicht so viel drin steht. Nur mein Bett, mein Schreibtisch mehr oder weniger. Das war's auch schon. Und eine Kommode. Die Großen werden nicht von den Kleinen zurückgehalten werden. Oh Gott, meine Stimme. Warte, das ist doch kein Deutsch. Die Großen werden nicht von den Kleinen zurückgehalten werden. Werden nicht zurückgehalten. Nicht von den Kleinen zurückgehalten werden. Nein, okay, das ist falsches Deutsch. Das hintere werden muss weg. Steht da ja auch gar nicht im englischen Originaltext. The great will not be constrained by the small. Also, naja, ich weiß nicht wirklich, was es soll, aber dass das da falsch in Deutsch steht. Also, wenn ich jetzt nicht gerade vollkommen falsch liege, ich dachte, ich bin jetzt wieder betrunken, schade. Ja, dann geh doch mal ein paar Plasmide einkaufen. Lass uns eine Runde shoppen gehen. Ach, endlich mal viel Munition, ey. Zorn. Macht dieses Ziel und lässt wütend an. Eingreifen, Körperpanzer. Ach, ich bin ein bisschen blöd. Aber ja, egal. Verbandskästen verleihen auch Eve. Wenn ich das jetzt einmal kaufe, habe ich das für immer? Ich glaube nämlich schon. Gesundheit erhöht die maximale Gesundheit. Eve Upgrade erhöht die Maximum Eve. Ich werde definitiv Gesundheit upgraden, weil, seien wir mal ehrlich, Eve brauche ich nicht so dringend bei mir. Bei meinen Fehlers. Physischen Schäden. Was heißt denn jetzt physisch? Boah, das sind so Sachen. Macht das Ziel wütend und lässt jemand anderen außer dir angreifen. Wer ist jemand anders? Boah, das sind alles praktische Sachen. Ich werde jetzt erstmal aber die maximale Gesundheit, soweit ich weiß, skillen. Danke. Und irgendwann werde ich dann mir auch mal so eine Little Sister töten, alleine um zu sehen, ob es sich lohnt. Oh, und meine Leiste ist länger geworden. Das finde ich sehr, sehr geil. Die sieht echt lustig aus. Aber ich frage mich, was ist jetzt aus dem Mädchen geworden? Also, ist die jetzt ein normales Mädchen oder ist die immer noch so eine voll bekiffte psychopathische oder wird die wieder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall der Big Daddy, den konnte man beim letzten Mal eigentlich ausloten, was ich auch nochmal versuchen werde jetzt hier. Oder Bouncer, tut mir leid. Scheint aber nicht zu gehen, leider. Sehr, sehr tragisch. Sicherheitssender Licht schreckt sie ab. Evolution in der Flasche. Ich wollte schon Evolution in the Border sagen. Get there in hurry. Interpretation, schneller als das Licht. Nein, das geht physikalisch nicht. Es geht nicht schneller als das Licht. So. Alter, guckt euch mal diese Lichtverhältnisse an. Ich finde die geil. Hier grün, da rot. Das erinnert mich gerade an ganz alte Werbespots. Die habe ich mir vor kurzem mal auf YouTube angeguckt. Müsst ihr euch mal angucken. Diese typisch gesungenen Lieder. Das heißt von kleinen Kindern oder von Erwachsenen. Aber die klingen auch immer so. Und ich habe hier anscheinend eine Abkürzung gefunden. Finde ich sehr geil. Gucken wir einmal kurz, wie viel... 10 panzerbrechende Munition. Das heißt, ich kann einige Kameras ausschalten, um genau zu sein. 5. Gefährlich, genau. Das habe ich auch schon gemerkt. Was ist genau der richtige Weg gerade? Hier, dann hier. Du bist es soweit. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Daddies aufzunehmen. Es wird kein Zucker schlecken, aber nur so kommst du an die Little Sisters an und an das Adam, das sie bei sich tragen. Um das Adam von ihr zu erhalten, musst du dich zuerst um ihren Big Daddy kümmern.
Ja. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Wie kann ich da hier noch ausweichen? Nein, oh, und das erste Mal gestorben. Ja, da muss ich mir eigentlich eine... Ja, danke. Da werde ich wohl wiederbelebt. Da muss ich mir eigentlich eine Taktik überlegen. Ach so, ja. Ich glaube, ich... Warte mal kurz, einmal nachladen. Lol, ich habe 32 Magazine. So, das Einzige, was ich jetzt mal ausprobieren möchte, ist... die da reinballern. Alter Schwede. Okay. Ich werde jetzt einfach nochmal dahin gehen. Bin ich gerade gestorben, ohne ihn zu töten wahrscheinlich. Ja. Sicherheitsnotzugang, hallo? Ja, Schatz, bleib doch stehen. Bam in your face. Vielleicht kriege ich diesmal auch noch ein paar Granaten hier raus. Nö, immer noch nicht. Schade, schade. Ich gehe nochmal kurz zurück. Wie habe ich da... Ich muss gerade mal überlegen. Hallo? Ja, ich gehe gleich zurück, aber wo waren jetzt hier... Alter, wie sollte ich den bitte töten, Alter? Die Angriffe, die der drauf hatte, das war schon krasser Scheiß. Ah, er ist aber schon geschwächt. Alter, komm doch mal runter. Komm mal runter, komm mal runter. Was geht bei ihm denn ab? Was geht bei ihm denn ab? Ich werde es aber nochmal versuchen, ich glaube, es wird sich lohnen. Oh, und ich habe wieder die Antiperson-Scheiße gemacht. Wo ist er denn? So, einmal noch. Jetzt habe ich wieder kein Leben. Wo muss ich denn hin? Ich habe die Orientierung gerade verloren. Vita-Champ. Ach, ich weiß wieder, wo ich bin. Das war die Stelle im letzten Part, die so mich so aufgeregt, also nicht aufgeregt, sondern die mich so erschrocken hatte. Das heißt, ich muss hier längs, dann hier hoch und dann bin ich wieder da. Du musst jetzt wieder in die Haie. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse. Wo ist der hin? Der heult hier rum, aber ich höre ihn, sehe ihn gerade nicht. Geschafft! Das wird bei der Zeit aber noch ein bisschen professioneller von mir, weil das war gerade der erste, den ich ausgeschaltet habe. Und vor allem, wo ist die Little Sister denn? Okay.